ein Drittel von der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund und genau diese Realität müsste sich dann in der Politik widerspiegeln. Das heisst, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, dass Leute, die einen Migrationshintergrund haben, auch sich einbringen. Im Juni bekomme ich den Schweizer Pass. Dann habe ich gesagt, so, jetzt geht's los. Und es ist wirklich erstaunlich, mich hat viele ausländische Organisationen, migrantische Organisationen haben mich unterstützt. Als ich gewählt wurde, hat ein Kollege mir gesagt, erinnerst du dich, als du in die Schweiz gekommen bist, hast du gesagt, dass wir mit dieser Gesellschaft unsere Beziehungen entwickeln sollten. Das hast du jetzt geschafft. Als Zugewanderter interessieren mich die wenigen gewählten Migranten in der Schweizer Politik. Ich möchte von Ihnen erfahren, was Sie dazu bewogen hat, sich der zeitintensiven Politik zu widmen. Ich entschied mich für drei Politiker auf kantonaler Ebene, die alle als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen sind. Durch diese Erfahrung sind sie für die Politik in einer besonderen Weise sensibilisiert. In Basel begleite ich Sibel Arslan zu einer Grossratssitzung. Sie kam als 11-Jährige aus einem kurdischen Dorf in die Schweiz. Sibel lernte zunächst in einer Sonderklasse Deutsch. Später studierte sie Rechtswissenschaften. Ich bin seit 2004 in der Politik. Ich bin seit 2004 auch Schweizer Bürgerin. Ich habe mich einbürgern lassen und habe gefunden, ich muss es irgendwie lernen, wie das politische System in der Schweiz funktioniert. Und dann habe ich mich erkundigen, wo ich dann mich engagieren könnte. Und habe mich für meine Partei BASTA, Basel starke Alternative, entschieden, wo bei der Grünen Schweiz dabei ist. Und bei den Sekretariat und gesagt, hallo, ich bin Sibel Arslan, ich würde gerne bei der nächsten Wahl mitmachen. Was muss ich machen? Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Statthalterin, meine Damen und Herren. Sibel Arslan setzt sich an diesem Sessionstag für die Spielgruppenleiterinnen ein. Diese seien wichtig für die Sozialisation und Sprachförderung der Kinder. Sie bräuchten deshalb mehr Anerkennung. Wenn Sie Eltern betreuen sollen, dann kommen Sie auf einen Stundenanzahl von etwa 12 bis 18 Franken. Und ich glaube, es ist nicht fair, diese jungen Frauen, die sich sehr engagiert für ihre Arbeit einsetzen, auszubeuten. Und ich glaube, das müsste man wie auch andersweitig unterstützen. Und deshalb wäre es wichtig, dass sich der Kanton viel mehr finanziell beteiligen könnte. Herzlichen Dank. Ich habe nicht gewusst, wie man einen Vorstoss vorbereitet, wo man dann in der Verwaltung anrufen könnte, welche Abteilungen dann einfach auch dafür zuständig wären, wo man dann einfach auch in den Parteien welche Leute ansprechen müsste. Also die Strukturen zu verstehen, hat mir inklusive einfach auch uns allen anderen mit Migrationshintergrund Jahre kostet. Das Abstimmungsergebnis lautet 39 zu 39 bei einer Enthaltung. Und ich entscheide mich auch hier verstehen lassen. Ein kleiner Erfolg ist erzielt. Das Geschäft wird wenigstens nicht abgeschrieben, sondern weiterverfolgt. Rupan Sivaganesan, Sohn tamilischer Asylsuchender, sitzt seit 2006 im Zuger Kantonsrat. Seine überraschende Wahl erregte damals schweizweit Aufsehen. Er war der erste Farbige in einem Kantonsparlament. Ich habe in Sri Lanka ein Untergymnasium besucht. Und ich komme hier mit 15. Es war für mich ein Kulturschock. Einerseits habe ich gesehen, Schule, hier ist alles verpasst oder vorbei sozusagen. Mit 15 Regelklasse hat man hier verpasst. Und zweitens, was mich auch zum Teil traurig gemacht hat, in Sri Lanka, trotz 30-jähriger Bürgerkrieg, ist immer noch ein Bildungsland. Bildung ist immer noch sehr wichtig. Und da habe ich große Teil Tamilen, inklusive mein Vater auch,
war im Gastronomiebereich tätig oder in der Reinigungsbranche. Das hat mich etwas traurig gemacht. Liebe hier anwesende Politikerinnen und Politiker, Sie sind bereit zu Ihrer Vereidigung. Ich meine, Sie können die Regierungsverantwortung nur gemeinsam tragen. Und Sie werden, das sage ich jetzt als katholischer Pfarrer, die Hilfe des Heiligen Geistes, die Hilfe des Geistes Jesu Christi, der uns vom Vater gesandt wurde, Sie werden diese Hilfe brauchen können. Es ist für mich als frisch gewählten Kantonsratspräsidenten eine große Ehre und ein bewegendes Erlebnis, in diesem Gotteshaus mit der Vereidigung meine erste Amtshandlung vorzunehmen. Ich bitte Sie, geschätzte Kantonsratmitglieder und Regierungsratsmitglieder, die Schwurfinger zu erheben und mir die Worte, ich schwöre es, nachzusprechen. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ich kann mich schon erinnern, vor allem die Farbe, da war eine neue Farbe in unserem Ratssaal. Lupan ist eine Bereicherung für den Zuger Kantonsrat. Er bringt lebensnahe Vorschläge. Ich finde auch, dass für die Immigration oder für die Migration ist es gut, dass sich auch Leute, die zu uns gekommen sind, dass sie sich engagieren und in die Politik einsteigen und damit eben auch einen Mehrwert bringen. Lupan, in einer hinduistischen Familie aufgewachsen, möchte Kirche und Politik strikt trennen. Er lässt sich mit wenigen anderen im Ratshaus vereidigen. Ich bitte die gelobenden Kantonsratsmitglieder und Regierungsratsmitglieder, ohne Erheben der Schwurfinger mir nachzusprechen. Ich gelobe es. Ich gelobe es. Danke. Rupans Politkarriere begann im Kantonsrat bei den Grünalternativen. Er wurde jedoch 6 Jahre später überraschend aus der Fraktion ausgeschlossen. Heute ist keiner mehr willig, über diesen Konflikt zu sprechen. Schließlich arbeiten sie im Rat wieder zusammen. Nach Anhörung beider Seiten hatte ich den Eindruck, dass es wohl die Konkurrenz mit anderen Fraktionsmitgliedern war, die zu diesem Ausschluss führte. Interessant dabei war, dass die Partei den Ausschluss des einzigen Migranten gegen außen lange nicht kommunizierte, weil keiner als fremdenfeindlich gelten wollte. Heute ist Rupan bei der SP. Tarsini Mangala Rupan kam als Kind aus Sri Lanka in die Schweiz. Die gelernte Krankenschwester arbeitet als Teamleiterin in einem Pflegeheim. Sie erwirtschaftet das Haupteinkommen der Familie und unterstützt ihren Mann bei seiner politischen Arbeit. Ich habe ihn kennengelernt im sozialen Verein und er war sehr damals schon sehr engagiert gewesen. Und er ist ein Mensch, der sehr gerne hilft und sehr hilfsbereit ist. Darum staune ich auch nicht, dass er auch jetzt immer noch sehr engagiert ist. Finde ich schön und ich bin auch ein bisschen stolz auf ihn. Nur ein bisschen. Dank meinem Hintergrund habe ich vielleicht einen anderen Blickwinkel. Ich betrachte vieles anders. Und dann auch, ich habe auch irgendwie gewisse Lebenserfahrung. Ich weiß es, was ein Flüchtling sein, was es in Schwierigkeiten gibt. Ich weiß es, wenn man in dieser Gesellschaft die Sprache nicht beherrscht. Was sind die Schwierigkeiten? Seine Motivation für die Politik schöpft er aus der eigenen Erfahrung. Sein beruflicher Einstieg war alles andere als einfach. Sehr lange suchte Rupan eine Lehrstelle, bis er dank Vermittlung einer Schweizerin eine als Drucker fand. Zurzeit studiert er an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Luzern.
Eines wusste Rupan genau. Er wollte nicht das ganze Berufsleben in der Küche arbeiten wie viele Tamilen. Er hatte andere Ziele und suchte Kontakte außerhalb der Gemeinschaft seiner Landsleute. Ich habe integrative Vereine ausgesucht, integrative Organisationen. Da sind Schweizer und Schweizerinnen drin, da sind Albaner drin, da sind Afghanen und Iraner, also wirklich gemischte Gruppe. Und da diskutieren wir hier, was fehlt es uns, was müssen wir machen. Hashim Sanjar ist einer der wenigen Migranten der ersten Generation in der Schweizer Politik. Als der Kurde vor über 30 Jahren in die Schweiz flüchtete, erkannte er früh, dass er über den Kreis der Landsleute hinaus Kontakte suchen sollte. Er sitzt seit 3 Jahren im Kantonsparlament für das Grüne Bündnis. Zuvor war er 6 Jahre im Stadtparlament Bern. Ich treffe ihn im Büro von Pro Infirmis, wo er als Bereichsleiter tätig ist. Was würdest du jemandem empfehlen, der frisch in die Schweiz gekommen ist? Und er will hier bleiben. Sofort anfangen. Was? Nicht warten, sofort anfangen. Und auch wenn Misserfolge vorkommen, wiederholen, weiterfahren, daran bleiben. Wie war sein eigener Weg? Der Weg war lang und steinig. Vor allem am Anfang war es sehr schwierig, eben einerseits fehlende Sprachkenntnisse, vor allem Deutschkenntnisse, ich konnte ein bisschen Französisch. Und auf der anderen Seite Qualifikationen und Fähigkeiten, die man mitgenommen hat, die hier nicht gültig waren, wenn man so sagen darf. Kommt ihr? Ja, wir kommen. Hashim Sanjar ist mit Annemarie verheiratet. Das Paar hat 2 erwachsene Söhne, die studieren. Annemarie Sanjar war 8 Jahre im Berner Stadtparlament. 1 Jahr amtierte sie als höchste Bernerin. Wie beurteilt sie den politischen Werdegang ihres Mannes? Hashim hat Erfahrungen gemacht von Diskriminierung, von auch Ausgrenzung bis Armut, als von Kurdistan kommender. Dinge, die wirklich, ich glaube, lebensprägend sind. Was wichtig ist, ist, dass er seine Politik immer wieder auf die Frage Diskriminierung, Grundrechte, Rechte für alle zurückspiegelt. Was er auch, in welchen Themen er auch aktiv ist, hat eine grundlegende Haltung wie eine Art Folie, oder ein Master, in dem er seine politischen Forderungen widerspiegelt, sei das jetzt Finanzpolitik, sei das Sozialpolitik, dass es ihm immer um soziale Gerechtigkeit letztendlich geht. Und da, glaube ich, ist er viel konsequenter als viele Politiker hier. Wir sind also gestern in Pinoxideria den wunderschönen Film von Kappadokia geschaut, der 3-stündig. Wie heißt der? Wintersleep. Kuschelkussum. Und dann sind wir heim, kam spät, wir sind mit der Caroline Benz noch neues ziehen. Und dann hat der Papi also noch um 12 Uhr noch angefangen, die Köfte zu tätscheln. Und weil er so müde war, sind sie immer grösser geworden. Jetzt müssen wir wieder ein kleiner machen. Das hat nicht mit Müdigkeit zu tun. Je länger sie dauern, ist es immer so. Dann macht man eher grösser, damit es nicht so lange dauert. In seinen ersten Jahren in der Schweiz interessierte Hashim Sanjar, was in der Türkei politisch geschah. Er kämpfte vor allem gegen die Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat. Heute setzt er sich aber auch für die sozial Schwachen und für Umweltthemen in der Schweiz ein. Guten Morgen, Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Merci vielmals, schönen Tag noch. Guten Morgen, Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Merci vielmals, schönen Tag noch. Hashim Sanjar hat mitorganisiert, dass Vertreter der Behindertenorganisationen den frisch gewählten schweizerischen Nationalratspräsidenten Stefan Rossini besuchen können.
Sie wollen ihn auf die Anliegen der Menschen mit Behinderung aufmerksam machen. Expliquez-moi tout ça. Plus à l'aise. Est-ce qu'on peut parler en allemand ou... Oui, parler en allemand, ça va bien. Parce que notre groupe parle allemand. Pas de problème. Donc, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute uns akzeptiert haben und dass Sie uns Zeit reserviert haben. Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt und die Ratsdebatte ist sehr anspruchsvoll. Es würde uns freuen, wenn Sie das im Nationalrat und Ständerat verteilen lassen würden. Aber Sie entscheiden und wir haben auch einen Brief. Ich bin sehr froh, dass ihr hier gekommen seid. Das ist für mich sehr wichtig. Als Sozialpolitiker bin ich sehr bewusst, dass ja, die Menschen mit Behinderung ja, viele Schwierigkeiten im Leben haben. Und deshalb müssen wir uns immer als Politiker engagieren. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et puis on va coordonner avec Christian Lohr. Was wohl seine Eltern sagen würden, wenn sie ihn mit dem höchsten Schweizer gesehen hätten? Gut gemacht. Schön, dass du dich für die Anliegen der Menschen mit einer Behinderung einsetzt. Vielleicht auch ein Stück Stolz, aber vielleicht auch ein bisschen Bewunderung, eben dass man mit dem höchsten Schweizer einen Termin vereinbaren kann und mit ihm, auch wenn es ein kurzes Gespräch ist, dass man zusammenkommt und über ein Anliegen diskutiert. Sibel Arslan ist geradlinig, spricht auch das Unangenehme an. Sie werde immer wieder massiv angegriffen, sagt sie. So zum Beispiel Ende November 2014. Sie hätte Leiterin des Straf- und Maßnahmenvollzugs im Kanton Basel-Land werden sollen. Sie machte unter 30 Bewerbern das Rennen. Der Vertrag war schon unterschrieben, aber es kam alles anders. Ich habe die Stelle bekommen und einen Monat später hat mir die Basel-Zeitung angerufen und hat gesagt, ob das stimmt, dass ich diese Stelle bekomme. Und, dann hat man mir gesagt, ja, dass ich Betreibungen habe. Man hat einen Auszug und aufgrund von dem werden sie etwas darüber berichten. Das haben sie dann auch gemacht, etwa 5 Tage hintereinander, ohne dass ich dazu meine Stellungnahme gegeben habe. Haben sie aufgrund von meinen Betreibungen oder aufgrund von dem Betreibungsregisterauszug eine Kampagne gemacht. Dann hat der Regierungsrat Isaac Graber entschieden, dass ich die Stelle nicht bekomme. Fakt ist, dass gegen Arslan Betreibungen liefen wegen Bürgschaften und wegen einem Unternehmen aus ihrer Studentenzeit. Tatsache ist aber auch, dass in der Wochenfrist alle Betreibungen erledigt wurden, wie sie im Bewerbungsgespräch ihrem zukünftigen Vorgesetzten versprochen hatte. Der Journalist wollte das nicht zur Kenntnis nehmen. Erstens hat er nicht genau das überbracht, was ich ihm gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, die Sachen sind am Regeln und mehr hätte ich nicht dazu zu sagen. Jedenfalls hat er auch noch gesagt, ein treuer Pfändungsbeamter vor der Tür zu stehen, der überhaupt nicht hätte können sein, weil ich eben meine Schulden in Anführungszeichen abzahlen war in Rate und ich war kurz vor dem Abschluss von der Rückzahlungen. Und drittens hat er einfach pauschal von einer ganzen Schuld, von einem Betrag geredet, der extrem hoch war und nicht gestimmt hat. Die Spekulationen der Basler Zeitung würden sämtliche Grundlagen entbehren, sagte der grüne Baselbieter Regierungsrat und Sibels Vorgesetzter Isaac Graber den Medien. Die Zeitung spreche von Schulden von über 60.000 Franken. Tatsächlich seien es lediglich rund 5.000. Aufgrund der tagelangen negativen Berichterstattung sei das Vertrauen in der Bevölkerung aber zerstört worden. Deshalb könne sie die Stelle nicht antreten. Die Öffentlichkeit hatte sich mit falschen Fakten eine Meinung gebildet. Sibel Arslan selbst hat sich lange nicht öffentlich geäußert, weil es mit ihrem Vorgesetzten so abgesprochen war. Meine Anfrage für ein Interview ließ Regierungsrat Reber unbeantwortet. Ich fühle mich so in einer Schwebe. Ich
Der Schmerz hat ein bisschen nachgelassen. Es ist ein bisschen Schamgefühl, dass ich das Gefühl habe, muss man einfach in einem Land, wo man nicht einmal über die Löhne redet, muss man dann so fest über die Schulden und die finanzielle Lage von jemandem reden können, muss man jemanden so nackt von allen stellen, finde ich ganz schlimm. Mein Migrationshintergrund hat selbstverständlich eine grosse Rolle gespielt. Ich bin eine Bedrohung. Ich bin ein Vorbild. Ich zeige, wo Grenzen nicht aufhören sollten. An einem Schweizer Mann wäre das, was mir passiert ist, nicht passiert. Zum Zeitpunkt meiner Recherche waren von 15 kantonalen Politikern mit Migrationshintergrund nur 2 in einer bürgerlichen Partei. Diese kamen aber nicht als Flüchtlinge in die Schweiz. Migranten fanden bisher eher bei Linken Gehör. Für eine nationale Karriere, die sie anstreben, hört der Migrantenbonus auch bei den Linken auf. Ich traf im Bundeshaus die Luzerner Ärztin Yvette Estermann, die seit 2007 für die Schweizerische Volkspartei im Bundeshaus politisiert. Wie hat sie in der SVP, die nicht eben eine migrationsfreundliche Politik betreibt, in so kurzer Zeit den Weg nach oben geschafft? Das weiß ich nicht. Es ist, das ist die Frage, hängt ein bisschen immer in der Luft. Da sind viele, die mich schon gefragt haben. Ich weiß es nicht, das ist schwer zu sagen, aber ich bin immer zu Sachstanden. Mir ist nie um irgendwie persönlich sich vordrängen oder so gegangen. Yvette Estermann kam 1994 durch die Heirat mit einem Schweizer aus der Slowakei nach Kriens bei Luzern. Trotz Nachfragen kann sie keine konkreten Gründe für ihren Karrieresprung nennen. Ihre schnelle Politkarriere scheint ein einzigartiger Aufstieg zu sein. Spüren Sie in Ihrer Partei manchmal Stimmen, die Ihnen zu verstehen geben, Sie seien nicht von hier? Ja, das ist klar. Das ist nicht nur unsere Partei. Das geht über alle Parteien. Ich würde sagen, das geht durch die ganze Bevölkerung durch. Dass einige sagen, ja, ausgerechnet du. Ja, warum SVP und warum Politik überhaupt? Es sind die Meinungen, die in der Bevölkerung sind, dass sich Migrantinnen und Migranten vielleicht zurückhalten und das Feld Einheimischen überlassen. Wir haben etwa ein Drittel der Bevölkerung, hat ausländische Wurzeln. Und es ist anzunehmen, das kommt sicher langsam, aber es ist anzunehmen, dass wir auch in politischen Ämtern irgendeinmal ein Drittel Leute haben, die in der zweiten oder dritten Generation in der Schweiz sind. Und das ist meine Einschätzung. Und ich bin überzeugt, dass es auch eine gute Entwicklung ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja freiwillig ins Land gekommen. Und es wäre vielleicht ganz anders, wenn ich hätte müssen flüchten. Und da tut man sich auch anders organisieren. Und wegen dem sage ich auch, ich habe ein riesiges Glück gehabt. Und da bin ich einfach dankbar dafür. Rupan Sivaganesan besucht mit seinen Eltern in Rubigen bei Bern eine hinduistische Beisetzungszeremonie. Die geräumige Mehrzweckhalle eignet sich für die vielen Menschen, die aus der ganzen Schweiz angereist sind. Sie wollen einer verstorbenen Tamilin die letzte Ehre erweisen. So sehr Rupan Sivaganesan die Teilnahme der Migranten am politischen Geschehen in der Schweiz fördert, pflegt er dennoch auch seine kulturellen Wurzeln. Er will seine Herkunft nicht vergessen. Als letztes Jahr meine Großmutter gestorben ist in Sri Lanka, war ich auch dort. Ich habe wunderschön gefunden, wie man von einem Mensch sich verabschiedet. Dort haben sie jeden Tag das gekocht, was sie gern gegessen hat. Das ist hier in der Schweiz ist nicht möglich, dass man in dieser anderen Situation genauso zu machen wie in Sri Lanka. Aber hier versucht man auch, diese gewisse Rituale, gewisse Zeremonie beizubehalten. Alles gut, ja?
Sibel Arslan trifft im Innenhof des Basler Grossrats Edibe Gölgeli, welche seit kurzem im Grossrat politisiert. Beide haben in der Schweiz gute Ausbildungen absolviert und sind mehrsprachig. Das sind Kompetenzen, die ihnen Selbstbewusstsein verleihen. Ich habe jetzt gerade eins, ja. Ich kann mich vielleicht sogar heute für das Votum halten. Zu welchem Geschäft? Basel spielt eine Vorreiterrolle. Im Grossrat sitzen 7 Personen aus der Türkei, mehrheitlich kurdisch-alevitischer Herkunft. Auch ein FDP-Mitglied ist dabei. Dank ihrer Arbeit hat Basel-Stadt als einziger Kanton in der Schweiz die Aleviten, eine offene Glaubensrichtung des Islam, als Religionsgemeinschaft anerkannt. Wenn ich in einem Ort lebe, ich kann ja nicht zuschauen lebenslang, was in meinem Umfeld passiert, interessiert mich direkt. Also ich kann nicht noch 40 Jahre in diesem Land leben und dann sagen, ja, ich bin immer ein Ausländer. Eine Demokratie ist gesund, wenn alle Gesellschaftsteile mitmachen. Ich habe keine Diskriminierung erlebt, also so Ausländerfeindlichkeit oder sonst irgendwie. Also, vielleicht ist das so ein bisschen kindlich und jugendlich, weil ich mein soziales Netzwerk habe mit vielen Einheimischen. Aber wenn ich jetzt heute mit 36 Jahren alt als Frau in der Wirtschaft, als Mutter und politisch engagiert und noch Hintergrund ausländische Wurzeln habe, finde ich, ich werde viel mehr diskriminiert, was ich früher noch nicht kennt hatte. Wir haben mittlerweile sehr viele Leute, die in der Privatwirtschaft sehr etablierte Jobs haben. Also das sind von Gesundheitswesen bis irgendwo, und vor allem zum Beispiel Gesundheitswesen. Ich wüsste nicht, was Gesundheitswesen ohne Migranten wird machen, weil die leisten heute sehr, sehr guten Job. Und wieso nicht in der Verwaltung? Wir haben ja in Basel eine Integrationsbehörde. Das ist also, dort haben wir ja, also die Leute, die Kaderleute sind nicht Migranten. Wir werden das so lange bringen, weißt du, die Themen, bis die Leute das nicht mehr hören können und bis es einfach endlich mal eingetroffen ist. Das ist wie bei den Frauenstimmrechten. Man hat das einfach so oft müssen bringen. Wünsche von unserer Wählerschaft zum Parlament, respektive zum Partei können bringen, sollten wir eben auch in verschiedenen Parteien vertreten sein. Oder dass wir nicht nur bei der Basta, bei den Grünen, sondern der SP, sondern auch bei der, wie mich jetzt, bei der FDP. FDP, ja. Und warum nicht CVP und SVP? Wenn die SP sagt, die Umweltpolitik ist für uns sehr wichtig, dafür haben wir für die Umweltpolitik jemanden in Bern. Oder Sozialpolitik ist für uns wichtig. In Bern, im Parlament, haben wir jemanden, der für uns Sozialpolitik macht. Dann, wenn Sie dann behaupten, die Migrationspolitik oder die Integration oder die Zugezogenen sind auch für uns wichtig, dann Sie sollen auch in Bern von diesen Leuten etwas haben, also jemand haben. Es geht eher um das, ob Sie unsere Themen ernst nehmen. Da müssen wir auch. Als die Glocke läutet, eilen alle zu einer Abstimmung. Beat Jans gilt als einer, der Migranten in der Politik gefördert hat. Was sagt er zu dieser Kritik? Ich teile die Einschätzung nicht. Also man spürt von sehr vielen Interessengruppen, dass die Erwartungen höher sind als das, was man bieten kann. Jetzt beim Ausländerstimmrecht, ich weiß, dass wir in Basel eine Initiative lanciert haben. Wir haben sie brutal verloren, sogar in Basel. Und dann ist es halt schwierig. Also es ist manchmal nicht nur eine Frage, ob man etwas will, sondern auch, ob man etwas schafft, ob man etwas kann. Wir haben so viele Migranten, die angesprochen werden müssen, sei das in der Bildung, in der Gesundheits- oder in der Sicherheitspolitik. Und da macht es völlig Sinn, dass eben auch mehr Migranten in der Verwaltung sitzen. Für mich ist das Allerwichtigste, dass die Migranten selber sich in die Politik einmischen. Niemand kann das so glaubwürdig vertreten wie sie selbst. Und dieses Anliegen habe ich immer, immer vertreten. Es ist ganz wichtig, dass die Parteien diese Migranten auf die Listen nehmen und dass sie ihnen die Möglichkeit geben, dass sie gewählt werden können. Pour l'hiver, M. Sanchez, c'est à vous. Chère Madame la Présidente, cher Monsieur Conseiller d'État, Grossratskolleginnen und Kollegen, stabile Lebensverhältnisse und eine umfassende Integration der Wohnbevölkerung sind ein guter Maßstab für den Wert, den die Politik der sozialen Sicherheit gibt. Sicherheit heißt also nicht mehr Ausgaben für Militär, sondern Solidarität mit den schwächeren Mitgliedern der Gesellschaft. Manchmal vergesse ich auch, dass ich ein Migrant bin und
Ich bin wie andere Kolleginnen und Kollegen oder Gegner und Gegnerin. Und, aber manchmal dann erinnert man sich selber oder wird es dann auch in die Erinnerung gebracht, indirekt, wenn man dann angesprochen wird und so weiter. Wenn es manchmal dann Diskussionen auf Französisch gibt, dort vergesse ich auch, dass ich ein Migrant bin, weil gegenüber Bernerinnen und Berner habe ich dort den Vorteil, dass ich die französische Sprache viel besser als viele andere beherrsche. Hashim Sanja ist ein erfolgreiches Ratsmitglied. Das Gute an der politischen Arbeit sei, dass er mit verschiedenen Leuten im selben Saal sitze und die Menschen sich hier kennenlernen, auch wenn sie verschiedene politische Ansichten vertreten. So könne eine Annäherung über die persönliche Beziehung stattfinden. Der Mensch ist ein soziales Wesen, müsste die sozialen Beziehungen entwickeln, austauschen, weil von diesem Austausch lernt man auch voneinander. Die Gesellschaft ändert sich ja auch immer wieder, ist ein Dauerprozess, wird nie abgeschlossen. Nach der Großratssitzung gehen Hashim Sanja und sein Ratskollege Fritz Ruchti von der SVP zu einem gemeinsamen Mittagessen. Sie schätzen aneinander vor allem die Offenheit und Ehrlichkeit. Du hast ja einen Bauernhof gehabt oder hast du immer noch... Also ich arbeite auf dem Bauernhof. Wir haben einen typischen Schweizer Bauernhof. Also eigentlich im Flachland, im Seeland. Nicht der Gemüsebetrieb, sondern allgemein beinhaltet Kühe, Tiere. Also ein Schweinemast. Dann haben wir auch Ackerbau. Wir machen die Saatgetreide produzieren auf diesem Betrieb. Saatgetreide. Weil ursprünglich war meine Familie auch eigentlich Bauer. Ja. Und es war selbstversorgend und wir hatten zwischen 20 bis 30 Leute eigentlich, die von diesem Boden dann gelebt haben. Aber wir hatten dann alles, oder von Butter, Käse bis Kartoffeln, Sieben und Tomaten. Also, was mich noch interessiert, ist, du bist jetzt hier in der Schweiz, du kannst das schauen, wie das zum Beispiel in Syrien geht. Auch von den Islamisten, auch von den Extremisten. Und was denkst du erstens zu dem? Diese Härte, diese... Brutalität, das ist schwierig, so Begriffe zu finden. Das ist tut mich wahnsinnig beschäftigen. Ja. Weil man so eine tagtägliche Zeitung liest. Und dann frage ich mich auch, wie du, was sind das für Leute, was sind das für Menschen? Die Dimension der Gewalt durch die Dschihadisten macht auch Hashim Sanja sprachlos. Als Eingewanderter bewegt er sich in zwei Welten. Ein Vorteil. Welche Nachteile hat aber sein Migrationshintergrund in der Politik? Wenn man die geschichtliche Entwicklung nicht miterlebt hat. Man kann natürlich lesen und so weiter, aber wenn jemand das miterlebt hat, hat ein anderes Erinnerungsvermögen, als wenn man das gelesen hat und so weiter. Aber auch Sprachen sind zum Teil auch ein Thema, weil es schnell geht und man schnell reagieren muss und eben auch in schriftlichen muss es ja fehlerfrei sein. Die Sprache ist ein wesentlicher Teil von der politischen Arbeit. Nicht alles, muss ich richtigerweise sagen, weil wenn ich dann die Arbeit mache, eben in der türkischen Organisation, Vereine oder kurdische Vereine und alevitische Vereine und so weiter, dort hat nicht Deutsch eine wesentliche Rolle, sondern das Türkische oder das Kurdische eine wesentliche Rolle. Dass ich denn das, was hier in der Schweiz passiert, auf die Muttersprache kann erklären. In der Politik, im Rot, ist es natürlich wichtig, dass man die deutsche Sprache beherrscht. Ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich auch Baseldeutsch rede. Für mich ist es einfach, der Inhalt ist wichtig. Was bringe ich als Inhalt? Sind diese Inhalte nicht irgendwie, wo keine, sagen wir mal, Hände und Fuß gibt? Es muss einfach, der Inhalt muss es für mich stimmen. Nachher, ob es diese
genau 100% grammatisch stimmt oder nicht, das ist für mich eher sekundär. Obwohl ich jetzt schon über 20 Jahre da bin und ich denke auch im Deutsch, aber es sind gewisse Momente, vor allem sehr emotionelle Momente, wo man einfach umschaltet und denkt, oh, wenn ich das jetzt in meiner Muttersprache könnte sagen, wäre das viel besser angekommen wie dem anderen. Was haben meine Gesprächspartner in ihrer mehrjährigen politischen Karriere erreicht? Einerseits habe ich erreicht, dass die meisten Migranten und Migrantinnen im Kanton Basel-Stadt sich für politische Ereignisse interessieren. Insbesondere Leute aus der Türkei mit kurdischer Hintergrund, alevitischer Hintergrund, aber auch nicht. Sie sind in Basel sehr aktiv, durch das, dass wir einfach auch immer einen direkten Austausch haben. Es ist ja so in der Schweiz, wenn man etwas gesetzlich verändern will, das dauert lange. Zum Beispiel diese meine Sprachmotion habe ich 2007 eingereicht im Parlament und das war eine riesige Diskussion. Und jetzt 2013, 2014 ist als Gesetz verankert. Also das heißt, es braucht so viele Jahre nur für ein Gesetz. Hashim Sanjar besucht den Verein Kutüsch in Bern. Die politischen Entwicklungen in der Schweiz seien für einige seiner Landsleute zu komplex, sagte er mir. Es sei aber auch für viele Schweizer schwierig, diese Inhalte zu verstehen. Arkadaşlar merhaba. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Oy kullanma ve seçme, seçilme hakkına sahip kaç tane arkadaş var aramızda? İsviçre'de yok. 2-3 kişi. Ne kadar zamanda bir veyahut ne kadar sık oy kullanıyorsunuz veyahut seçimlere katılıyorsunuz? Burada İsviçre'de bazen aksattığımız oluyor. Çünkü sistem bizim alıştığımız sistem değil. İkincisi Almanca sorunumuz oluyor tabii. Biraz da günlük konuşma değil de yazılı Almanca olduğu için anlamakta biraz zorlanıyoruz. O yüzden bazen gidip daha iyi Almanca bilen veyahut da bu konu daha bilgisi olan insanlarla konuşup detaylarını aldıktan sonra ancak oy kullanabiliyoruz. Benim Almancam çok kötü değil ama yine de yazılı Almanca başka bir şey. Siyasi cümleler, kelimeler tabii bizi biraz zorluyor bu konuda. Günlük konuşma değil yani. Bei seinem Referat vor wenigen Besuchern wirbt er für die Umgestaltung des Berner Breitenrheinplatzes. Hashim, şimdi projeyi çok güzel anlattınız. Güzel bir proje, beğendiğimiz bir proje. Ama sonuç itibariyle biz oy kullanamayacağız burada. Oy kullanamadığımız için yani bizim lehte ya da aleyhte ya da yaptırım gücümüz ne olacak bizim? Yani özellikle oy hakkı olmayan arkadaşlar açısından olaya baktığınızda size hak veriyorum. Ne yazık ki bu durum böyle. Bu insanlar vergilerini ödeyerek bu 94 milyonun oluşmasını sağlıyorlar ama bu paranın harcamasında ne yazık ki söz sahipleri değiller. Bu da eleştirilmesi gereken bir konu. Die Schweiz ist bezüglich des Ausländerstimmrechts deutlich strenger als vergleichbare Länder. Die Folge ist, dass gemäß Untersuchungen das Interesse der Zugewanderten für die Politik tiefer ist als das der Einheimischen. Ein Schweizer oder Schweizerin bekommt ja in der Regel, wenn sie 18 sind, die Stimmunterlage, Wahlunterlage. Und wird sich dann irgendwann einmal natürlich einfach als Bürger und Bürgerin der Pflichten oder Verantwortungen, will die Person dann wohnen und beteiligt sich dann einfach auch an diesen Wahlen. Ein Migrant oder Migrantin, die die Unterlagen nicht bekommt, kann sich einfach auch gar nicht einbringen oder interessieren. Warum auch? Ich meine, warum soll ich jetzt all das Ganze irgendwie einfach auch mitbekommen, ohne dass ich irgendwie überhaupt angehört wird oder ohne dass man sich überhaupt interessiert für meine Meinung? Hallo Sana!
Hashim, also. Oh! Der hat ein Grinto, meine Güte! Ja, Achtung! Hast du ihn auch noch? Nein! Ja, du hast noch einen! Er hat noch einen! Komm mal! Jetzt musst du kehren. Ja, die können sich jetzt selber kaputt machen. Ja, klar. Ah, ist gut. Okay. Wer hat noch? Nein! Ne yapayım? Sıfır. Albüm araştırmış 40 kal kütü kayıt kerine. Fotoğrafı yüzünden spiyane. Terna araştırmış 40 duman eken asma mı diye. Zaf yüzünden spiyane. Sıbel jütün arka sami miravak, sıbeli parlamento dara. Tu azanak parlamento da sıkıştırım skarda tu uzara vezi. Va nein, me vezi. Sıbeli hani politikayı dımaşırı milletine yardım koruyla kolay ya ki politika desu, disyarı politika kana. Wer gibt Sibel Aslan die Stimme? Ich muss vielleicht eine Differenzierung machen. Meine Wähler, Wählerinnen sind nicht per se Migranten, Migrantinnen gewesen. Es sind einfach auch sehr viele Leute von meiner Partei und von Kleinbasel gewesen, wo einfach auch Schweizer und Schweizerinnen, die gefunden haben, es müsste jetzt einfach auch Migranten und Migrantinnen in der Politik sein. Es müssten junge Leute in der Politik sein und es müssten mehr Frauen in der Politik sein. Selam. Sibel Aslan ist in Basel zu Hause. Ihre ganze Familie und der Freundeskreis leben hier. Vor einem Auftritt trifft sie ihre Freundin Elif Yildirim zu einem Kaffee. Sana bir sürprizim var. Almanca içerisinde geçen iş günümden arta kalan zamanlarda yazdım. Türkçe şiirlerimi. Harika, harika. Biz almak istiyorum bir tane. Burada değil mi? Sibel Aslan ist eine gefragte Podiumsteilnehmerin. Hier im Forum für Zeitfragen diskutiert sie mit bekannten Persönlichkeiten über die Zukunft der Stadt Basel. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Forum für Zeitfragen zum letzten oben von der Reihe «Wie tickt Basel?». Bevor ich weiter schwätze, frage ich schnell, wer wir auf Mundart oder auf Hochdeutsch? Sehr gerne. Mundart. Gibt es hier viele, die gar keine Stimme haben, die in diesem ganzen Konzert gar nicht mitmachen? Ja, das sind all die Ausländer, die seit zig Jahren in Basel leben und nicht mitbestimmen können. Das sind die, die nicht mitziehen können. Ich finde, das Wichtigste für mich ist einfach die Chancengleichheit und dass man sich auf gleicher Augenhöhe begegnet und einfach auch den anderen ernst nimmt und einfach auch die gleichen Chancen bietet. Herr Kessler, ausgeschlossen vom Konzert, keine Stimme oder keine Möglichkeit, die Stimme einzubringen. Sehen Sie das auch so? Das ist tatsächlich so. Also 196'000 Menschen leben da und etwa 110 haben Stimm- und Wahlrecht und nutzen tut es knapp die Hälfte.
Das heisst, es sind jeweils auch bei Wahlen, Abstimmungen etwa 50'000 Leute, die Politik machen. Oder? Und dann ist es 50-50. Das heisst, die Mehrheit, die gewinnt, das sind dann etwa 26'000 Leute in einem Kanton von 196'000 Einwohnern. Oder? Das sind dann etwa 15% der Einwohner, die Mehrheit sind. Und das ist die Demokratie, das ist sie. Unsere Eltern und Großeltern haben miteinander noch hart gestritten um Konfessionsfragen, mit Vorurteilen, die viel grässlicher waren, als wir heute haben gegen Ausländer im Land. Innen haben das kultiviert. Ich habe das noch erlebt als Bub. Und wenn man diese Ehrlichkeit hat, kann man eben auch Migranten entsprechend aufnehmen. Oder? Die muss man nicht gerne haben, sondern gleiche Chancen geben. Oder? Gleiche Chancen, da kann man zusammen streiten, muss auch nicht Fremdwörter suchen, um miteinander auszukommen. Einfach ehrlich sein, aber im gleichen Recht. Indem wir uns näher kommen, können wir auch Differenzen besser erkennen. Und wir müssen endlich einmal, das ist für mich das Anliegen, wenn wir von Integration oder von Inklusion reden, wir müssen mal aufhören mit diesen schönen, homogenen Bildern, als ob wir uns quasi symbiotisch verschmelzen können. Das ist der Tod von sozialen Beziehungen. Hier lebt die Gesellschaft auch von... Meine Heimat ist, ich bin hier verwurzelt. Ich denke, unsere Heimat ist hier, wird es wieder auch hier bleiben. Rupan, was sind die häufigen Nachnamen im Kanton Zug? Landwin, Müller, Meier. Was kannst du besser machen als ein Herr Müller oder ein Herr Meier? Gute Frage. Ich frage mich einfach, ob man das da, diesen Namen gewichten soll. Ich habe genau gleich 1600 Gramm Gehirn, wie alle anderen. Mein Gehirn funktioniert auch so und natürlich vielleicht im Hintergrund ist etwas anders. Aber es ist schade, dass man auf diesen Namen fokussiert. Aber ich meine, im Zug, ich bin irgendwie erster farbige Mensch, überhaupt irgendwie in zwei Parlament gewählt wurde. Das hat ja gezeigt, diese Offenheit. Aber trotzdem, wenn es um zum Beispiel diese Diskussion geht, wenn es um Lehrstellen geht, ich ändere den Namen, da diese Person hat man Mühe. Wir trauern hier und heute um die Hunderten von Verstorbenen vor Lampedusa. Wir trauern hier und heute um die Tausende von Ertrunkenen im Mittelmeer. Hashim Sanjar an der Demonstration am Weltfrauentag. Ich fragte den engagierten Sozialpolitiker, ob es einfach sei, eine gerechte Gesellschaft zu erreichen. Ja, das ist eine philosophische Frage. Was ist gerecht? Aber ich denke, es ist gerecht, dass man eine gerechte Gesellschaft verlangt, dass man eine solidarische Gesellschaft verlangt. Wie viel man erreichen kann, das ist eine andere Frage. Die Präambel unserer Verfassung sagt ja, die Stärke der Gesellschaft misst sich an Wohlbefinden der Schwächsten. Und ich denke, das ist ein Motto, das wir uns als Beispiel nehmen sollten. Wenn die Kantone die rechtfertigen Anpassungen nicht vornehmen, wird es Notlagen haben. Hi. Sie bellen Aslan in der Bar ihres Bruders. Die familiäre Bindung sei sehr stark, sagt sie. Ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen, in einer sehr schönen Familie. Sehr glücklich. Ich habe zwei Brüder
Ich behaupte immer wieder, das sind die tollsten Brüder, die es je hat, gibt. Ein Zucker. Du kannst nicht unterscheiden zwischen Zucker und... Wie findest du das? Das passt. Von den 8 Millionen Menschen in der Schweiz sind rund 3 Millionen Ausländer und Eingebürgerte. In den Regierungen und Parlamenten, in der Verwaltung und den Gerichten, dort, wo vieles entschieden wird, bildet sich diese Realität aber nicht ab. Die Schweiz und ihre Migranten haben einen großen Nachholbedarf. Ich glaube, ich bin sehr authentisch. Und das, was ich vertrete, vertrete ich aus fester Überzeugung. Und insofern werde ich in den Themen, wo ich mich immer wieder dazu geäußert habe, ernst genommen. Ja. Ich habe im Kleid umgekommen. Ich habe ich möchte, dass ich irgendwann mal als Schweizer Politikerin erachtet werde und nicht als Politikerin eben mit Migrationshintergrund und in dieser Schublade. Denn komm, das ist für mich sehr wichtig. Für junge Frauen ist das gewöhnt, unsere Stadt einfach sehr.